Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesen Satz wollte ich immer schon mal sagen, weil, sind wir ehrlich, so langsam werde ich YouTuber, ob ich es will oder nicht. Aber ist auch geil. Ihr seht schon im Titel, heute ist mal ein bisschen was anderes auf dem Kanal. Wer mir auf Instagram folgt oder hier und da meine Streams guckt und meinen Scheiß halt so konsumiert, könnte wissen, dass ich doch recht interessiert bin an gutem Essen. Einfach nur Leona rauf und fertig. Und auch hier und da mal, vor allem bei Instagram, so ein bisschen teile, was ich gerade esse. Und da taucht tatsächlich, also kannst du die Uhr nachstellen, dass da 3, 4, teilweise noch mehr Leute fragen, wo genau ist das? Ich komme nächste Woche nach Berlin. Hast du mal ein paar Tipps und so weiter? Ich dachte mir, weil ich gerade heute diese Umfrage gemacht habe, nachdem ich bei diesem Dönerladen diese Review geschrieben habe und mir vorkam wie Carrie Bradshaw von Sex in the City. Spontan dachte ich dann, ja, lass doch mal kurz einfach aus der Hüfte ein Video aufnehmen, hier im Streaming-Setup. Ich habe mir ein paar Sachen vorbereitet und werde die euch jetzt zeigen und vielleicht kann der ein oder andere von euch ja einen guten Tipp mitnehmen und beim nächsten Berlin-Besuch einen dieser 5 Läden besuchen und sich dann selber davon überzeugen. Und wichtig, Disclaimer, das ist keine Top 5, also keine Reihenfolge, das ist mein Favorite und das ist mein Least Favorite. Das sind einfach 5 Sachen tatsächlich, die mir aus dem Stegreif sofort eingefallen sind. Und zwar, das sind alles Läden, zu denen ich wirklich seit Jahren hingehe. Und wo ich weiß, wenn ich euch diese Empfehlung mache, kann ich eigentlich nichts falsch machen sozusagen. Weil ich mich davon seit Jahren schon überzeuge und quasi noch nie enttäuscht worden bin von diesen Restaurants. Und ich denke, ihr dann auch nicht. Also, wir fangen an mit einer meiner favorite arabischen Restaurants in Berlin oder überhaupt. Und zwar das Lasan direkt am Cottbusser Tor. Also das ist das Cottbusser Tor, das sogenannte Kriminalitätszentrum Berlins und so, immer in diesen komischen Beiträgen und so. Ja, da gibt es eine Menge Kriminalität und ja, es ist ein sozialer Brennpunkt, aber Leute, ich wohne seit 17 Jahren in Berlin. Ich war da schon bestimmt 100 Mal. Es ist eine schöne, coole, also schön, naja, im Auge des Betrachters, ich finde es schön. Das Leben pulsiert da. Ich finde, da sind sehr viele interessante Menschen. Es ist ein cooler Kiez und es ist immer irgendwie, ich mag es immer ganz gerne, am Kotti zu sein oder generell Cottbusser Straße und Adalbertstraße und sowas. Es ist einfach eine nice Gegend, in der ich leider zu selten bin, weil ich tatsächlich in Berlin wird man Kiezfaul, nennt man das. Ich verlasse sehr ungern meinen Kiez, aber wenn, gehe ich gerne nach Kreuzberg und an den Kotti. Und da gehe ich dann sehr gerne ins Lasan. Das hier ist das Lasan. Kurdisch-irakische Spezialitäten. Ich sag mal so, dieses Restaurant ist eher so ein, also ich sag so, ne, gilt für alles hier, so meine Sicht der Dinge. Für mich ist das so ein Mittag-Nachmittag-Essen, den kein Abendrestaurant. Es gibt übrigens, falls es wichtig für euch ist, dort kein Alkohol. Ich gehe da gerne nachmittags oder mittags hin und hole mir einfach da schnell was. Das ist so rein, einfach hinsetzen an den Tisch ohne Reservierung und so. Man kommt, man wird eigentlich recht schnell bedient. Da sind die Bedienungen und die Kellner da und Kellnerinnen sind alle super nett. Man kann sich draußen hinsetzen im Sommer und drinnen ist aber auch cool. Die haben so einen riesen, wie heißt das Ding nochmal? Steht da bestimmt hier irgendwo. Warte mal, hier steht es da bestimmt. Ja genau, die haben hier so einen Tandoor-Ofen, heißt das, glaube ich. Da machen sie auch das Brot und so. Das ist auch immer frisch gemachtes Brot. Guckt mal einfach vorbei. Das ist meiner Meinung nach ein absoluter Sure-Shot-Tipp in Berlin. Mittlerweile gehen da auch immer mehr Leute hin. Das war eine Zeit lang so ein bisschen ein kleiner Geheimtipp. Ich hatte so eine Lasan-Phase. Da war ich wirklich teilweise zweimal die Woche da. Und ich hole mir da am liebsten, zeige ich euch mal hier, ich hole mir gerne den Tandoor-Kebab. Ein Spieß reicht auf jeden Fall. Man kriegt übrigens zu jedem Menü immer so eine Linsensuppe hier und die ist brutal lecker. Leute, diese Linsensuppe ist der Shit. So eine kleine Kupferschüssel kriegt man da mit Zitrone dabei und man kriegt immer wahnsinnig viel Brot. Also ich hoffe, die behalten das bei. Manchmal wird dann sowas ein bisschen runtergefahren, ne, wenn das Restaurant irgendwie mehr Zulauf bekommt und so. Aber ich sag mal so, während der Pandemie haben die richtig viel Brot rausgehauen, wenn nicht so viele Leute da waren. Ja, man kann sich auch noch dazu kaufen für 50 Cent und dieses Brot ist frisch gebacken und so. Und es gibt auch viele vegetarische Optionen. Ich hole das zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Das Tandoor-Hähnchen ist so eigentlich mein Klassiker. Man hat so eine gegrillte Tomate, gegrillte Peperoni ist das, glaube ich, bisschen Zwiebelchen, bisschen Salat. Einfach kein so ein Remouladendressing-Scheiß. Einfach ein bisschen Zitrone, bisschen Öl darüber. Da unten ist dann noch so ein Stück Brot, liegt dann immer so drunter. Und es schmeckt einfach lecker und es geht schnell, es ist echt nicht teuer, 8,50 und du wirst auf jeden Fall satt. Und wenn man irgendwie so ein bisschen mehr Hunger hat oder für 2 Personen bestellt,
dann kann man sich ja auch zwei Spieße bestellen und 16 Euro geht klar. Getränke sind auch nicht so teuer. Also Lasagne ist einfach, ist hier sieht man noch ganz viel mit Halloumi auch und so, vegetarische Spezialitäten. Einfach ein uneingeschränkter Tipp, für den ich dir meine Hand in den Tandoorofen lege. Lasagne könnt ihr mal auschecken. Ich freue mich übrigens, ohne Scheiß, wenn ihr dieses Video guckt und da vielleicht bei einem von den Restaurants oder ja, Restaurants sind alles Restaurants, wenn ihr mich da irgendwie vertaggt oder so und ein Bild davon macht in der Instagram-Story, weil es mich wirklich persönlich freut. Ich finde es, ich weiß nicht, mir bereitet es tatsächlich Freude, wenn ich so Leuten Tipps geben kann und dann merke, denen gefällt es auch und dann, weiß ich nicht, finde ich es irgendwie ein schönes Gefühl. Gebt euch mal Lasagne, kann ich absolut empfehlen. Und die sind auch super freundlich da. Und ich hatte da, ich war da bestimmt schon 25 Mal, sagen wir mal 20 Mal, ich neige zur Übertreibung. Und ich war noch nicht einmal enttäuscht. Ich bin da immer satt rausgegangen und mit guter Laune. War immer cool. Lasagne. Kommen wir zu Restaurant, beziehungsweise jetzt ist es ein Imbiss Nummer 2. Und zwar ist das gleich neben dem Lasagne. Wenn ihr richtig Füllung habt, könnt ihr erst zu Lasagne, dann ein bisschen Käffchen trinken, verdauen und dann direkt nochmal was futtern. Und zwar ist das nächste Restaurant, hier sehen wir, hier ist U-Bahnhof Cottbusser Tor, hier geht's in die Adalbergstraße, da ist das Lasagne. Und hier ist das. Und das ist wirklich eigentlich ein Geheimtipp und ich habe ohne Witz ein bisschen überlegt, ob ich das überhaupt mit reinbringe, weil ich wirklich keinen Bock habe und dass da jetzt überlaufen wird. Dann dachte ich mir aber auch wieder, ja gut, ich habe 36.000 Abonnenten. Ich glaube nicht, dass ich bin ja jetzt nicht Knossi oder so. Von daher. Aber ich sag mal so, ich bin auch in meinem Privatleben mit diesem Tipp immer schon vorsichtig gewesen, weil das ist so, wie heißt das, Gatekeeping, wenn man das macht? Ich war ein Gatekeeper von diesem. Aber heute hau ich es raus. Weil dieser Laden, ich muss es euch einfach empfehlen. Und zwar, Izmir Köftici, Köfticisi, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ist ein, habe ich auch vorbereitet hier, ein kleiner Köfte-Burgerladen. Ich habe diesmal auch keinen Dönerladen hier in meinen Vorschlägen, weil für Döner müsste ich tatsächlich ein bisschen mehr recherchieren. Obwohl ja heute das ganze Video war ja quasi, meine Idee, dieses ganze Video zu machen heute, war ja, weil ich einen Döner gepostet habe und dann so ein Review geschrieben habe. Aber Döner, Leute, erfahrungsgemäß, das ist ein ganz eigenes Thema. Da muss man seine Hausaufgaben machen. Da mache ich vielleicht, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ohne Witz, wenn da jetzt wirklich viele Leute sagen, die wollen das von mir sehen, muss ich aber ein bisschen mehr Arbeit reinstecken und da würde ich mich wirklich mal hinsetzen und mir wirklich überlegen, welche 5 Döner gerade meine Lieblingsdöner sind, weil Berlin hat einfach sehr viele Dönerläden und sehr viele sehr gute und der Standard ist hoch. Von daher habe ich jetzt extra mal keinen Dönerladen drin, aber dafür den meiner Meinung nach besten Köfteburger der Welt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die den, also sag mal so, ich war jetzt ein halbes Jahr nicht mehr da, aber auch wieder so ein Laden, wo ich noch nie enttäuscht worden bin. Und zwar ganz einfach, es gibt dort Köfte. Ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ein Ding ist. In Berlin kennt man das auf jeden Fall. Köfteburger. Das ist halt so Brot und dann sind es diese Würstchen, die sind so sehr stark gewürzt und ein bisschen Salat und ein bisschen Knoblauch. Und dann ist auch so ein Selleriestück dabei. Das liebe ich auch. So ein knackiges, weißes Stück Sellerie. Dann wird da ein bisschen Zitrone drüber gemacht. Die toasten das Brot auch geil. Es ist einfach, es hier, ja, da seht ihr, das ist die Köfte. Und da ist diese Sellerie, Leute. Ich liebe es. Es ist einfach, ist auch wieder nicht so, haut mir ab mit so Remoulade und zu viel Soße und so. Da ist übrigens auch für alle Soßenfans, ja, es gibt da auch Soße, schöne so eine Knoblauch-Joghurt-Soße, die auch extrem lecker ist. Topgesell. Könnt ihr also euch da auch viel draufballern. Ich nehme immer gerne ein bisschen wenig, da macht der Eimer, streicht da unten, dann kommen diese Würste da drauf. Bisschen Salat, bisschen Zwiebelchen, bisschen Tomaten, Sellerie. Das Ding ist einfach der Shit. Wirklich, also kann man nichts falsch machen. Macht absolut satt. Ist auch auf jeden Fall preiswert. Ich weiß nicht, mittlerweile gehen also die Preise überall ein bisschen hoch. Geht mal dahin. Das ist ein guter Imbiss. Das sind gute. Das ist, glaube ich, auch ein Familienbetrieb und hat auch eine gute Tradition. Hier, guck mal, seit 93. Ja, die sind cool. Ja? Aber ich sag mal so, das ist schon richtig Cotti-Style. Also wundert euch nicht, wenn es ein bisschen rau ist, aber das ist freundlich rau, sage ich mal. Ja, es ist halt kein, ne, da sind viele Einheimische, die da auch wohnen, gehen da essen und so. Seid da respektvoll, seid nicht so Touri-mäßig, steht nicht dumm im Weg. Bestellt einfach und wartet ab, weil manchmal ist es so ein typisches Ding bei Izmir Köfte, ist mir schon ein paar Mal passiert, da gehst du hin und bestellst eins. Und dann und du bist eigentlich der Erste in der Schlange, kriegst auch so eine Nummer, bist irgendwie als Nächstes dran. Und da kommen einfach so ein paar andere Kumpels halt oder Leute, die da wohnen und sowas und holen das und werden vorher dran genommen oder holen das vorher Bestellte ab und machst immer ein bisschen, naja, aber ich bin auch da. Das ist so ein bisschen so ein Izmir-Ding, die meinen das nicht böse. Also gebt euch das mal, das ist mein Tipp Nummer 2. Dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem Tipp Nummer 3. Wir wechseln den Bezirk, wir gehen jetzt nach Prenzlauer Berg, der einem gewissen Klischee unterliegt, ja nur
Juppies und irgendwie Kinder wegen schiebende Mütter, die irgendwie ungeduldig sind und einen so über den Weg schubsen, dann so lange Schlangen bei Hokey Pokey und generell ein eher nerviger Bezirk, der viel zu teuer ist. Und das ist alles wahr. Aber es gibt das Van Hoa. Das ist ein Restaurant, das poste ich tatsächlich oft in meine Story und da werde ich wirklich jedes Mal gefragt, wo das denn ist und antworte ich dann auch, wenn ich es schaffe, meistens. Und jetzt einmal für alle, dieses Restaurant, Leute, ist der absolute Shit. Ich gehe da einmal die Woche hin, glaube ich. Es ist gesund, es wird täglich frisch gekocht und das hier ist das Curry. Achso, übrigens, muss ich noch dazu sagen, eigentlich alle Restaurants bis auf eins hier, oder zwei eigentlich, die nächsten beiden eigentlich, also andersrum. Die ersten drei waren alles so Restaurants, wo man einfach hingehen kann, so ohne Reservierung, eher so mittags, nachmittags würde ich sagen. Man kann auch abends da essen, aber für mich eher ist es so nachmittags, Mittagsessen ohne groß Schnickschnack. Es geht schnell und es ist jetzt nicht irgendwie mit Wein verbunden oder irgendwie krass ausführliche Karte oder so. Einfach so was Schnelles, Sicheres, wo man eine sichere Bank hat. Und das ist auf jeden Fall das Van Hoa. Ist ein vietnamesisches Restaurant, familienbetrieben, soweit ich weiß. Und die haben jeden Tag, und jetzt kommt der Tipp von mir, on top zu dem Restaurant-Tipp. Ihr kennt ja diese, bei Restaurants immer diese Tafeln, wo die dann so Tagesgerichte dran schreiben. Ja? Ich persönlich war da nie ein Fan von. Ich habe immer so, da gucke ich auch gar nicht drauf. Manchmal vielleicht beim Italiener, wenn da irgendwie steht, heute irgendwie frische Gnocchi oder sowas, dann gucke ich mir das an. Ich bin eher so ein Kartentyp, Menütyp, da weiß ich irgendwie, die Sachen sind gecraftet und die sind so zur Perfektion, irgendwie so haben sie sich entwickelt. Bei Van Hoa müsst ihr unbedingt, meiner Meinung nach, eins der drei oder meistens vier oder fünf, wenn man die vegetarischen Optionen noch dazu nimmt, Tagesgerichte nehmen. Das ändert sich jeden Tag, aber meistens gibt es immer ein Curry. Das hier ist mein Favorite. Ich bin auch manchmal traurig, wenn es es nicht gibt. Genau dieses Gericht habe ich schon wirklich bestimmt in den, weiß ich nicht, 17 Jahren, in denen ich Berlin wohne, ohne Witz schon 50 Mal gegessen oder so. Es ist so ein Schurscher, das schmeckt immer gleich gut. Du kannst natürlich auch mit Tofu, es gibt auch vegetarische Variante. Das ist einfach ein sauleckeres, gut abgeschmecktes Curry, was die so mit so Salat verbinden. Ein bisschen Reis. Es ist auch echt mehr oder weniger gesund. Es ist nicht irgendwie zu viel, aber auch echt nicht zu wenig. Ich werde da immer satt. Dieses Tagescurry variiert manchmal. Also meistens dieses Gelbe mag ich ja meistens. Es gibt aber auch ein grünes Curry und ein rotes Curry. Und die variieren so ein bisschen. Und da gibt es aber auch so Reisbandnudeln, meistens als Tagesgericht. In so einer was ist das so? Fischsoße, Essig, Vinaigrette nenne ich es jetzt mal, auch mit Tofu oder halt mit Rindfleisch. Und das ist auch geil, kann man gleich mit einem Stäbchen so klörpen. Ja, Van Hoa ist einfach geil. Und vor allem Bonus, die haben echt geile so, wer ist das hier? Ich nenne es jetzt mal nicht Cocktails, sondern so Drinks, so frisch gemachte Limonaden haben die. Hier sieht man so ein bisschen noch Gerichte, das glaube ich aber von der Karte. Das sind so Kartengerichte, genau. Und ja, das ist halt mein Shit hier. Dieses gelbe Curry, Alter, das goldene Curry ist so geil, Mann, wirklich. Also ich leg da echt meine Hand ins Feuer, Leute. Wenn euch das nicht schmeckt, dann weiß ich auch nicht. Dann ist was mit euch falsch. Sag ich jetzt. Kleines Manko an dem Laden, habe ich ja gerade gesagt, da ist wirklich immer viel los. Gerade mittags und so. Und wenn die Sonne scheint, das sind draußen so ein paar Bänke, ist auf der Stargarder Straße. Hier könnt ihr mal gucken, Stargarder Straße. Und da sieht man auch schon am Bild hier oben, das sind so ein paar Bänke davor. Und hier ist im Sommer, wenn es warm ist, ist hier eigentlich mittags immer, kannst du vergessen. Und hier genau, hier sieht man auch diese Tagesgerichte. Immer, ich gehe mal hin und gucke mir eins, lese diese drei durch. Hier auf der anderen Seite ist, glaube ich, vegetarisch. Und dann Gar Con Viet, oder wie das heißt, oder Com Viet Gan. Eins von denen nehme ich immer meistens. Einfach nachmittags vielleicht hingehen oder am Wochenende, sonntags oder so mal gucken. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann kommen wir auch schon zu Nummer 4. Ohne Wertung. Und zwar, jetzt haben wir die erste Pizzeria mit dabei. Ich glaube, Berliner, die hier schon länger wohnen, werden jetzt mit den Augen rollen, aber sie werden mir im Endeffekt recht geben und sagen, ja, war ja klar, dass du das nennst, aber im Endeffekt hast du schon recht, ist halt schon auch mitunter die beste Pizza. Und natürlich kann es sich nur um I Due Forni handeln, am Sinnefelder Platz, Schönhauser Allee 12. Berühmt-berüchtigt dafür, und ich sage das jetzt auch öffentlich, weil ich weiß nicht, ob das die überhaupt interessiert, wenn es irgendjemand von Due Forni sieht, ob die da überhaupt einen Fick drauf geben, aber die Leute, die sind die lasst euch von der, ich sag mal, speziellen Freundlichkeit der Kellner und Kellnerin nicht abschrecken. Denn die Pizza ist es wert. Ich glaube, Leute, die da schon öfter waren, die werden jetzt genau wissen, was ich meine. Ich werde es auch nicht weiter drauf rumreiten. Aber ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine. Also es ist schon eine sehr raue Freundlichkeit, sag ich mal. Aber Leute, die Pizza ist wirklich einfach Hammer. Ich habe jetzt einfach mal eins so gegoogelt.
ist hier, glaube ich, einfach ein Margarita oder Mozzarella. Es geht super schnell, die haben so einen Riesenofen, wo so drei so Italiener wirklich den ganzen Tag das Ding in den Ofen schieben und immer so dai, dai und so ganz laut sind und so. Und es ist ein lauter Laden, das zeige ich euch gleich. Ich habe noch, glaube ich, noch ein Foto vom Laden. Es ist ein sehr lauter Laden, also Geräuschpegel ist super hoch, gerade abends, Freitagabend, Samstagabend. Ich habe da schon zwei oder dreimal Geburtstag gefeiert tatsächlich. Habe einfach da einen großen Tisch reserviert und easy peasy, dann hast du irgendwie so ein paar Freunde da und dann alle haben Pizza und alle sind happy, so Bier und Pizza. Aber ja, ihr müsst dazu wissen, es ist halt ein super lauter Laden. Auch viele Kinder und so und Familien gehen da essen und so. Aber die Pizza ist einfach geil. Ich kann den Laden einfach sehr empfehlen für so einen Donnerstag, Freitag, Samstag, vielleicht sogar Abend, indem man wirklich vielleicht den Abend startet und noch weiterzieht oder so und sich noch eine Pizza reinfahren will. Weil es ist halt irgendwie so ein bisschen, da trinkt man so zwei der Bier, es ist ein bisschen Partystimmung, es ist alles ein bisschen laut und so. Und man hat eine gute Pizza am Bauch und es ist auch nicht so teuer. Ist auch, glaube ich, eine reine Pizzeria. Ich glaube, es gibt ein paar so Salate und ein paar Pastagerichte, aber im Grunde genommen ist es wirklich eine Pizzeria. Ist ein Klassiker einfach. Es gibt, glaube ich, drei Restaurants von dieser Kette. Ich check das auch nicht so ganz. Es gibt irgendwie eins in Friedrichshain, eins in Kreuzberg und eins ja in Prenzlauer Berg oder Mitte ist es ja schon fast, glaube ich, da hier Duofondi. Ich glaube, es ist irgendwie der gleiche Betreiber oder so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch da auskennt, weil die haben auch das gleiche Besteck, das gleiche Design und so. Irgendwie sind die verbunden miteinander. I Duofondi, kann man echt nichts falsch machen. Die Pizza ist wirklich eine der besten Pizzen, die es gibt. Ist immer ein Sure Shot, schmeckt immer gleich gut. Es ist halt eher so die Art, glaubt man, nennt das New York Style Pizza, ne? Also dünner Boden und nicht so überbeladen und eine gute Tomatensoße. Sehr viel Auswahl. Ich kann ja mal hier gucken in die Speisekarte, wo man das sieht. Jetzt könnt ihr auch mal die Preise sehen. Margarita für 6,80 geht voll klar und die sind auch echt nicht klein, die Pizzen. Hier ist übrigens mein Go-To, Fun Fact. Ich tue mir immer Pizza Prosciutto in jeder Pizzeria übrigens. Ich bin Pizza Prosciutto Typ 1 in Chat für Pizza Prosciutto. Würde ich jetzt machen, wenn ich live wäre. Ist übrigens nicht so ungewohnt, live, also hier aufzunehmen, ohne dass Chat da ist und live ist. Weil dann denk, da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin verrückt. Deswegen machen, glaube ich, auch die meisten Leute so Vlogs irgendwo anders draußen, nicht im Streaming-Setup wahrscheinlich, ne? Aber ich scheiße da drauf. Bin faul. Ja, und es gibt auch, die haben geile Öle, so scharfes Öl und, glaube ich, zwei der andere Öle, die man sich noch drüber ballern kann, wenn man irgendwie immer noch nicht genug hat. Ihr seht, guck mal, sehr, sehr viele Pizzen. Echte Italiener machen diesen Laden. Also sowohl, glaube ich, fast alle Kellner und Kellnerinnen da, wie ich das wahrnehme, sind immer alle Italiener, was ja auch irgendwie nicht immer der Fall ist. Für mich tatsächlich auch ein Imperium, auch bei italienischen Restaurants und sowas. Ich weiß nicht. Ich will dann schon auch haben, Italiener haben, die das Essen machen, weil die es einfach am besten können. Genauso wie bei indischen Restaurants und so weiter und so weiter. Dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem fünften spontan aus der Hüfte. Donny geht da regelmäßig essen und will es euch empfehlen. Tipp. Und jetzt gleich Disclaimer. Das ist das einzige von den Luxustipps hier, sagen wir mal. Das ist jetzt eher gehoben. Das ist eher reservieren am Abend und auch ein bisschen teurer. Und mit bisschen meine ich schon teurer. Und da gehe ich auch nicht oft hin. Ich glaube, wie oft war ich da? Dreimal bis jetzt. Aber wenn ihr vielleicht was Besonderes mal machen wollt, jetzt Besuch seid oder vielleicht mit einem Date oder sowas essen gehen wollt, kann ich wirklich dieses Restaurant empfehlen. Und zwar Sale e Tabacchi. Guckt euch das alleine mal an, die Räumlichkeiten. Das ist hier übrigens auch in der, man kann ja mal gucken, Rudi-Dutschke-Straße, genau. Ganz in der Nähe vom Axel-Springer-Haus und so weiter. Wir haben hier den Checkpoint Charlie. Da geht ihr doch eh hin, wenn ihr zu Besuch seid. Hahaha, ich mache ein Foto mit diesem und hier war mal die Mauer und so. Da ist dieser komische Luftballon und so. Also die, eigentlich sagen wir so eine Horrorgegend für Leute, die länger als 5 Jahre in Berlin wohnen. Fun Fact, ich habe hier gearbeitet. In dem Gebäude, wo früher die irische Botschaft drin war, da habe ich bei Magix gearbeitet. Magix Music Maker. Kleiner Fun Fact am Rande. Ich glaube, das Gebäude war es. Deswegen musste ich früher immer mittags tatsächlich zu diesem scheiß Checkpoint Charlie Food Court gehen mit so einem McDonald's und so einem scheiß und so viel zu überteuerten komischen indischen und italienischen Läden und so. Das ist alles ganz, ganz schlimm da. Aber, wie ihr seht, hier gibt es auch Restaurant Tim Rau und sowas. Es gibt auch ein paar gute ab hier, ab der Kochstraße. Und hier ist das Ristorante Sale Tabacchi, ich weiß nicht, oder Tabacchi, weiß nicht. Die haben so einen geilen kleinen Garten hinten, also der wirklich so mit Mauern ist, also ist wirklich so quasi der Hinterhof von dem Laden. Dann sind wir hier nochmal richtig nice, halt ein richtig eher gehobenes Restaurant. Ich finde auch das ganze Design von diesem Laden einfach so nice, also rein so Grafikdesign, die haben einfach so ein cooles Oldschool, ein riesen Fensterfront und dort kriegt ihr einfach richtig geiles italienisches Essen. Ich glaube, wie heißt es dann nochmal? Es gibt Pizzeria, dann gibt es irgendwie Trattoria. Und das andere, ich glaube, das hier ist eine Trattoria, also wo man quasi nicht nur Pasta bekommt, sondern alles Mögliche.
Auch so Antipasti und so. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen teurer, aber ich dachte mir, in diese Liste wollte ich irgendwie noch was packen, was so ein bisschen was Besonderes ist und nicht nur so, sagen wir mal, so Mittagessen-mäßig ist. Kann man hier nochmal gucken, der Laden ist einfach nice, richtig so weiße Decken und sowas. Ich denke mal schon, dass man da schon also mit einem Glas Wein und noch irgendwie im Wasser oder so, ich schätze jetzt mal, kommt man schon so auf die 30 bis 50 wenn plus Euro oder so. Also eher was Besonderes. Aber wollte ich auf jeden Fall auch noch mit reinpacken, weil es irgendwie ein cooler Laden ist. Den hat mir mein Kumpel Timo vor irgendwie ein paar Jahren gezeigt. Der war mir auch in all der Zeit in Berlin, war das mir überhaupt nicht bekannt, dieser Laden. Und ich war total begeistert, als ich dabei war. So Leute, das war's tatsächlich mit meinem kleinen 5 Läden, in die ich gerne gehe und die ich guten Gewissens empfehlen kann, wo ich weiß, ich war da immer zufrieden und vielleicht seid ihr es ja dann auch. Und wie gesagt, wenn ihr euch wirklich so ein Döner-Video wünscht, dann lasse ich mich vielleicht überreden, aber dann muss ich wirklich los mit der Kamera und dann mache ich vielleicht ein paar Bilder und so. Vielleicht auch nicht, vielleicht suche ich mir auch noch was raus. Aber ich müsste auch das Ding ist bei Döner, man muss dann nochmal hin und nochmal aktuell probieren, weil Döner, ne, kennt ihr ja, das schwankt dann manchmal. Ich habe noch nie einen Döner gefunden, der wirklich konstant gleich gut schmeckt. Es kommt immer so ein bisschen auf verschiedenen Faktoren. Aber wenn euch das Video gefallen hat, Leute, wir Leute, die hier so Videos machen, wir sagen das nicht einfach so. Das ist nicht nur eine Floskel, die wir einfach raushauen, wenn man es sagen muss, sondern es hilft wirklich, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Wenn euch das gefallen hat und ihr weiterhin solchen Content haben wollt, dann wäre es schon cool, wenn ihr den Kanal abonniert. Weil ich meine, wenn ihr eh schon chillt, dann lasst doch einfach das Abo da. Und dann könnt ihr auch diese Glocke aktivieren. Dann seht ihr auch immer, wenn ich ein neues Video uploade. Also lasst mir gerne ein Abo da und ein Like auf das Video. Und lasst mich wirklich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr schon mal in diesen Restaurants wart, ob ihr noch andere Tipps habt. Dann könnt ihr das ja reinhauen. Dann sehen das vielleicht andere Leute, die Kommentare lesen und haben dann wieder einen Tipp. Und dann ist es so eine gegenseitige Steigerung. Und es wird immer geil. Wir sind eine Spirale der Geilheit. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Guten Hunger.